Heute Morgen, nachdem ich mir eine neue Kappe besorgte und die Schaltung reparieren ließ, fahre ich in Monceau-les-Mines los. Komme durch Palanches, am Château d'Iguan vorbei, besuche kurz Paray-le-Monial und komme letztendlich abends in Dijon an. So, jetzt habe ich eine neue Maske. Ach Gott, die Gesichtsmaske kann ich ja runternehmen. Wie sieht die aus? Eine Maske, jetzt habe ich eine neue Kappe, meine ich. Ist das nicht ein würdiger Parkplatz für mein Fahrrad? So, was hatte ich heute Morgen? Ich muss einen kleinen Vortrag halten jetzt hier. Ich habe heute Morgen mir die Kappe gekauft. Daraufhin habe ich eine auf den Deckel gekriegt. Jetzt war ich noch einmal drüben beim Intershop, weil da ist wer, der repariert Fahrräder und der konnte meine Schaltung reparieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also, super, geht's wieder los. Abfahrt aus Monceau. Und gleich heute Morgen hier den Berg hoch. Warum heißt sie wohl so? Die Avenue Stalingrad. Eins, zwei, drei, vier Bullen. Endlich oben und es geht jetzt wieder runter. Ja, ich bin mit dem Radl da. Klingt eigentlich sehr französisch. Also, jetzt kam ich gerade wieder an diesem Kanal vorbei, muss aber gleich wieder weg vom Kanal. Also, Hügel fahren. Hier ist es total ruhig, wenn man stehen bleibt. Als wäre ich ein Flugzeug da oben. Aber sonst hört man hier gar nichts. Ich habe jetzt mal einen Kopfbedeckungswechsel gemacht. Der lüftet nämlich besser. Höfe sind hier Ritterburgen. So, eine drängt sich vor. Das Château d'Iguan stammt aus dem 18. Jahrhundert. In
Im Chateau gibt es ein kleines Theater, geschmückt im italienischen Stil. Bis jetzt war das heute eine der anstrengendsten Tage. Hügel auf, Hügel ab, Hügel auf, Hügel ab. Und dann wollte mir noch einer einreden, ich so eine Abkürzung nehmen. Nee, die hätte ich nicht genommen, habe ich nicht genommen. Abkürzung war falsch. Er wollte mich zu einem Kanal leiten. Da hätte ich wieder wo runter müssen. Nee, also das war mir nur zu blöd. Ich bin einfach die Tour weitergefahren. Die Bourbins. Der Kanal Central. Der Weg ist da drüben. Hier sieht es wieder aus wie vor den Hügeln. Ich erreiche Paray-le-Monial an der Saône. Hier mache ich eine kurze Pause und plane meine nächste Übernachtung. Entlang des Canal du Centre verlasse ich wieder Paray-le-Monial. Da könnten wir noch was draus machen. Schaut toll aus. Bei Digoin komme ich an die Loire. Digoin liegt an der Einmündung des Nebenflusses Arou. Hier treffen mehrere Schifffahrtskanäle zusammen. Der Canal Lateral à la Loire, der Canal de Rouen de Digoin und der Canal du Centre. Ich finde ein tolles Quartier mit herrlichem Essen. Weiter auf Rue du Pont Badi, dann rechts abbiegen.